Hallihallöchen zusammen und willkommen zur ersten Folge meines neuen Formats Danke. Was das für ein Format ist und worum es heute geht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, liebe Freunde, willkommen zur ersten Folge Danke. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, so, hä, wie, wo, was, weiß Obi, was soll denn der Scheiß überhaupt? Was hat es jetzt bitte mit dem Format schon wieder auf sich? Es handelt sich dabei um ein relativ spontan entstandenes Format, das sich damit beschäftigt, Leuten, die entweder einen riesen Support über die Bühne gebracht haben oder mich regelmäßig supporten, zu bedanken, und zwar in Form eines Videos. Es geht einfach darum, dass mich mittlerweile sehr, sehr viele Leute supporten, ich wirklich viel bekomme, viel wertvolles Zeug, viel Kleinkram und das auch teilweise von einigen Leuten in regelmäßigen Abständen, und ich möchte einfach mich bei diesen Leuten mal anständig bedanken und das tatsächlich innerhalb eines neuen Formats, und zwar dem Format Danke. Immer wenn eine Person eine größere Art von Spende schickt, sage ich jetzt mal, also wirklich eine auffällige Spende, was ja auch des Öfteren vorkommt, oder wenn mich eine Person halt wirklich regelmäßig supportet, wird dieser Person ein Video gewidmet. Es kann durchaus auch sein, dass mal eine Person öfters ein Video bekommt, ja. Also es ist hier kein Limit von einmal. Immer wenn ich mal der Meinung bin, es ist mal wieder Zeit, wirklich ein großes Dankeschön auszusprechen, wird dann eben ein Video kommen. Und dort wird eben das, was diese Person getan hat, so ein bisschen erklärt für die anderen, gezeigt, was sie mir gesendet hat und im Prinzip dann auch honoriert in dem Sinne von mir. Es gibt auch kleine Openings, wenn mir zum Beispiel einer eine Spende schickt, will ich das nicht mehr innerhalb der Folgen Neuzugänge machen, das will ich so ein bisschen outsourcen. Ich will das tatsächlich innerhalb dieses Videos machen und erwartet uns in nächster Zeit einiges, denn ich habe wirklich einiges angekündigt bekommen, was tatsächlich nicht von schlechten Eltern ist. Und ich möchte anfangen mit dem lieben Felix. Ja, Felix. Felix hat mir schon ein paar Mal was geschickt. Er hat mir einmal wirklich 1000 Karten geschickt, glaube ich, oder so. Sehr, sehr schöne Karten, sehr, sehr schöner Bulk-Stuff, mit dem ich einfach mein Inventar ein bisschen aufstocken konnte. Das hat mir halt einfach dahingehend geholfen, dass ich halt diesen ganzen kleinen Gruscht aus Fist of the Gadget und so weiter, wenn ich alles einzeln ranholen musste. Ich hatte wirklich 6, 4 oder 5 oder 7 Kopien von einer Karte auf einen Schlag da. Der Rest wurde dann halt durch die Sendungen von Realistic Yu-Gi-Oh! Quasi, also vom Thomas aufgestockt, und so musste ich die ganzen Super Rares aus Fist of the Gadget nicht kaufen, habe ich alle geschenkt bekommen, auch einige Secret Rares, habe ich zumindest einen Grundstock erhalten, und das war so die erste Sache, die er mir geschickt hat. Anschließend hat er mir noch ein Riesenpaket geschickt mit lauter leeren Boxen zum Verwahren von Karten, speziell diese Duelist Devastator Boxen, die ich unter anderem auch für meine Magnethalter verwende, wobei ich sagen muss, dass die Legendary Decks von der Größe her besser dazu geeignet sind. Und auch viele von diesen Gold-Sarkophago-Tins, das war dann das zweite, was er mir geschickt hat. Das dritte, was er mir geschickt hat, war dann tatsächlich etwas, das vorgestern gekommen ist. Habt ihr auch vielleicht im Community-Beitrag gesehen, das war ein Päckchen mit Unmengen an Cummins und Rares aus High Speed Riders, Extreme Force, Flames of Destruction und ein paar modernen Sets halt. So wie insgesamt ursprünglich geplant 16, letztendlich dann aber auf 24 Päckchen aufgestockt Hüllen. Das kam eben, wie gesagt, vorgestern an, da gab es einen Community-Beitrag dazu, und heute kam das hier an, das ist jetzt seine vierte Spende und die hat es in sich, die hat es richtig in sich. Ihr seht schon, was das hier ist, es sind Hüllen und es sind nicht wenig Hüllen. Tatsächlich habe ich hier schon 5 Packen verbraucht, innerhalb der letzten Viertelstunde, ich bin gerade fleißig am Sleeven, deswegen mache ich auch gleich das Video, damit ich hier weitermachen kann. Und zwar hat der liebe Felix gesagt, er möchte mich einfach auch mit so Zubehörsachen supporten, und bei mir wird es wahrscheinlich mit Sleeves an allen Ecken und Enden fehlen. Das stimmt zwar nicht ganz, an Hüllen an sich fehlt es nicht, aber es fehlt an diesen Hüllen. Es fehlt an schwarzen Hüllen. Ich habe tatsächlich immer zu wenig von diesen schwarzen glänzenden Hüllen, muss ständig nachkaufen. Das heißt, eigentlich hat er damit recht. An schwarzen, durchsichtigen Hüllen fehlt es bei mir an allen Ecken und Kanten. Und damit ihr mal seht, was das eigentlich auch bedeutet, so vom Finanziellen her, habe ich hier einfach mal die Rechnung. Ich habe das mal geschwärzt, aber bei einem gewissen Lichtanfall kann man trotzdem durchschauen. Deswegen halte ich mal meinen Daumen davor. Also ihr seht hier, es ist auf jeden Fall von Felix.
habe ich oben freigelassen, den Rest habe ich geschwärzt. Und allein diese 50 Packungen haben ungefähr 100 Euro gekostet, mit Versand 108 Euro. Dann kommen nochmal die 24 Packungen dazu, die ihr mir schon geschickt habt. Da sind wir auf jeden Fall weit über 100 Euro und dann liegen noch 15 Stück für die nächste Sendung bei ihm zu Hause. Und das ist wirklich etwas verknüpft mit einer Message quasi, die er mir dann noch geschrieben hat, warum er das eigentlich macht, die mich relativ stark berührt hat, kann man fast schon sagen, weil mich das nicht nur als YouTuber, ich sag mal, honoriert hat und gewürdigt hat, sondern auch tatsächlich als Mensch. Und hat mehr so, also ich sag's mal so, ich bekomme ja relativ häufig positive Kritik. Also man muss sagen, auf meinem Kanal herrscht eigentlich immer 99% positives Feedback. Kritik ist eigentlich kaum bemerkbar. Und aber wirklich die meiste Kritik oder die meiste, das meiste positive Feedback bezieht sich halt tatsächlich auf das, was ich entweder an Content mache oder was ich halt habe so an Karten so. Und das, was er da gesagt hat, das bezog sich mal wirklich so auf mich als Person und auf meine Art, wie ich mich hier gebe. Und ich muss sagen, das war wirklich sehr, sehr aufbauend, muss ich an der Stelle sagen. Also das war wirklich toll und ich war wirklich, ich bin abgegangen wie ein Zäpfchen. 50 Packungen, klingt jetzt weniger, als es sogar ist. Ich meine, es klingt schon nach viel, aber man kann sich das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht sieht. Da werden ja auch mal gleich einen schönen Griff nach drinnen machen. Nur damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, was 50 Packungen eigentlich sind. Seht ihr das? Das ist und da könnt ihr noch 5 Packungen im Geister dazu rechnen, die ich schon rausgenommen habe. Also das ist brutal und das sind wirklich hochwertige Blackfire-Hüllen. Ne? Wie gesagt, da kostet eine Packung ungefähr 2 Euro. Das ist natürlich ein günstiges Angebot, aber es ist halt trotzdem noch eine ganze Menge. Und ich finde das einfach Wahnsinn. Ich finde das unglaublich hilfreich und unglaublich selbstlos. Zumal die meisten Sendungen, und das ist eine Besonderheit von Felix, die meisten Sendungen, abgesehen von der allerersten, die er mir geschickt hat, sind nicht videotauglich. Das heißt eigentlich, ich kann kein Opening von, keine Ahnung, von Hüllen machen. Ja, dementsprechend wird er halt immer mit Community-Beiträgen abgespeist. Und das ist natürlich wieder so eine Sache, da ist halt auch, also null selbst, also gar kein eigenes Interesse dahinter. Er kriegt nicht mal hier Anerkennung von der Community dadurch, weil ich das halt nicht auf meinem Kanal präsentiere. Ne? Ist natürlich auch schön, wenn man was gespendet hat, dann kommt da ein Video zu und dann kriegt man auf gut Deutsch das Köpfchen getätschelt in den Kommentaren als Spender. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch ja ganz gut tut dann. Und dann nicht mal das hat er. Er hat halt in den Community-Beiträgen dann einen Post von mir mit einem Foto. Mein Gott, das sehen vielleicht 30, 40 Leute. Da hat er dann, wenn möglich, einen Kommentar drunter. 2 vielleicht 5 maximal. Und das war's. Und deswegen habe ich natürlich auch dieses Format eingeführt. Einfach, um die Leute mal anständig zu honorieren und nicht irgendwie ihre Spenden einfach. Entweder, also bei Mega-Openings liegt der Fokus natürlich drauf, aber auch bei kleineren Spenden, wo tolle Karten dabei sind, dass das hier irgendwie in einer normalen Folge Neuzugänge irgendwie untergeht. Deswegen habe ich jetzt dieses Format mal eingeführt und das ist einfach unglaublich großartig und saumäßig hilfreich. Das sind insgesamt mit dem Zeug, das er mir schon geschickt hat, sind das über 4000 Hüllen. Und das bringt mich ein ganzes Stück weiter nach vorne. Ich muss sagen, ich bin baff, ich bin absolut baff. Und ich werde das niemals ausreichend honorieren können. Ja, es kriegt dann häufig gesagt von Leuten, die das dann kommentieren oder so, ja, schenk ihm doch mal was. Oder halt im Allgemeinen halt den Leuten, die mir was spenden. Die Leute wollen halt nichts. Ja, das ist halt das. Wenn ich dann mal, ich habe schon mal gefragt, was kann ich denn für dich tun? Ja, passt schon. Mach dein Projekt, mach deine Ausstellung. Und mehr will ich gar nicht. Und dementsprechend, selbst wenn ich was geben würde, es würde halt wirklich so von der Message, die dahinter steckt, von den Beweggründen, die dahinter stecken, würde das niemals aufwiegen können. Und das ist natürlich auch nicht das, was der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Ich bin auf jeden Fall zutiefst dankbar für diese Spende. Das hat mir meinen Urlaub unglaublich versüßt. Es bringt mich unglaublich weiter. Ich kann mich jetzt zum Beispiel auf meine Magnethalter mehr fokussieren, dadurch auch, dass ich tatsächlich immer mal wieder was bekomme in der Richtung von Felix. Ich kann viel mehr Magnethalter kaufen, ansonsten muss ich mir immer den offenen Betrag, also ich habe halt immer nur eine kleine Marge übrig, einen schmalen Geldbetrag für Magnethalter und den Rest, weil ich sehr viel für Karten ausgebe, was halt meiner Meinung nach ein bisschen wichtiger ist, also so 100 Euro, 200 Euro schon, aber das ist halt im Verhältnis zu dem, was ich an Karten ranschaffe und einhüllen muss, nicht viel. Und so habe ich halt wirklich den Fokus drauf und das ist richtig toll, das ist richtig, richtig toll. Ich danke dir vielmals, lieber Felix. Honoriert das, lasst ihm Props in den Kommentaren da. Das ist richtig geil. Ich meine, ohne Witz, ich denke, da würde sich jeder von euch freuen, wenn er sowas bekommen würde. Und lasst mal Props für den lieben Felix da. Absolut, ich wünsche dir alles Gute auf der Welt, Mann. Das ist wirklich menschlich gesehen absolut selbstlos, absolut toll. Und in dem Sinne wünsche ich euch und natürlich auch dir, Felix, einen wundervollen Abend.
Wir sehen uns zu einer weiteren Folge. Danke. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Danke, Felix.